Na, habt ihr den Stoppelmarkt gut überstanden? Wer noch nicht genug hat, der findet alle Videos zum Stoppelmarkt 2016 auf unserer Facebook-Seite, auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auch auf unserer Homepage www.oldenburgische-volkszeitung.de. Voll wird es am Freitag in der Dammer City, denn dort findet ab 17 Uhr der 16. Stadtlauf vom OSC Damme statt. Erwartet werden um die 500 Teilnehmer. Alles Weitere dazu findet ihr am Freitag in unserem Sportteil. Und hoch hinaus geht es am Freitag auf unserer Lohna-Seite, denn dort findet ihr ein Porträt über Karl-Heinz Hartjens vom Diepholzer Luftsportverein. Ein kleines Video dazu findet ihr außerdem auf unserer Facebook-Seite. Moin, liebe UV-User! Die neue Webseite ist online, www.oldenburgische-volkszeitung.de. Schon reingeschaut? Optimiert für Smartphone und Tablet präsentieren wir euch einen komplett neuen Auftritt. Zentrales Element und direkt auf der Startseite ist der UV-Newsfeed auf unserer neuen Webseite. Eure Timeline für den Landkreis Vechta. Alle Informationen, alle Nachrichten zusammengefasst auf einer Seite, übersichtlich und natürlich mobil optimiert für Smartphone und Tablet. Die Nachrichten der UV-Redaktion von unseren Reportern vor Ort und unser Videoangebot und natürlich auch die UV-RSS-Feeds von Kommunen und Gemeinden laufen dort ein. Einfach mal reinschauen und informiert sein auf dem UV-Newsfeed. Jetzt neu auf oldenburgische-volkszeitung.de. So viele Termine gibt es an diesem Wochenende. Wir können nicht alle nennen, wir pieken mal einfach zwei heraus. Da hätten wir zum einen am Samstag die NDR-Sommertour, die in Lohne zu Gast ist. Los geht es um 18 Uhr, direkt in der Innenstadt, auf dem Marktplatz. Und da stellt sich natürlich die Frage, wird Lohne die Stadtwette schaffen? Zum anderen haben wir das Seekonzert vom Musikverein Holdorf. Auch am Samstag, Einlass ist um 19.30 Uhr bei der Bühne am Kalksandsteinsee. Weitere Infos hierzu gibt es dann natürlich am Montag in der UV, da gibt es dann den Nachbericht. Weitere Termine und Veranstaltungen findet ihr sowieso tagtäglich in der UV, immer in der Terminleiste. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich schon auf die nächste Woche.